Weiter geht's mit Borderlands 2. Bruh. Genau. Dr. Zed. Hat der Quest? Hat er. Zed braucht 20 Milliliter Bad... Was? Badaserie. Was? Was ist das? Was braucht er? Badaserigkeit. Ich hätte da was. Badass. Badass. Ist es, das ist dänglich oder was? Oder, hä? Badasserigkeit. Keine Ahnung, was der will. Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es ich glaube, dein Patient verblutet. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Nein, ich helfe dir nicht. Was hier alles rumliegt. Nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Das kriege ich wieder hin. Nicht, dass du die Herzarterie erwischst. Ja, ich will ja, ich will ja. V. What the fuck? Was ist das? Iridium. Verdammt. Das ist meins. Wie soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Schleckkräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Verdammt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich die reden mir zu viel. Los geht's! Kann das nicht hier in Stichworten abgehen? Was machst du da? Das ist ein Briefkasten. What the fuck? Was geht ab? Naja, ich bin da mal weg. Wie geht's, Lon? Na komm, wir gehen jetzt endlich questen, Mann. Quest. Eine halbe Stunde hier in der Stadt rumhocken. Lass mich rein. Ach, guck mal. Wie ich schon sagte, Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Alter, ist gut. Heute Mittag hab ich Speck gegessen. Ey, wir gucken, ob sie jetzt aufgeht. Geh auf! Geht's auf? Ah! Verdammte Bude! Oh Gott. Nach Stunden wissenschaftlicher Ergüsse, die du dir nur in deinen Träumen oder meinem Bett, das Angebot steht, ausmalen könntest, bin ich der Meinung, dass Jack, Kammerschlüssel und Iridium auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden sind. Na dann. Auch wieder, wenn du verarztet werden musst. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Ach, Tetanus, das ist doch nichts. Ich glaube, wir müssen warten, bis uns das irgendeiner aufmacht. Mach uns das auf. Du musst bitte mich tun, außer auf Abstand zu bleiben. Ich beiße nämlich. Geh ich halt. Naja. Komm, wir gehen jetzt richtig questen. Ja. Ja. Ein Kammerjäger. Ja, ja. Warum ich will noch mehr von uns? Diesen tollen Tokenpunkten da. Hier gibt's noch eine Quest. Boah. Was ist schon wieder hat man nie Ruhe. Und ich brauch Dinge, über die ich nicht reden will. Egal, red weißt nicht du, mit mir. Was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Arzte dich jederzeit. Kaufst du auch gerade oder was? Hab grad die ganze Zeit gemacht. Warte, Schilde und neu. Und den alten Schild, den kann ich verkaufen. Und tschüss. So, komm, weiter geht's. Na, du ich hab Vorsprung. Pass auf, hinter dir. Ja? Darf man in der Stadt hier schießen, nicht dass wir verhaftet werden. Ich hab Vorsprung. Gibt's hier ein Auto? Gibt's hier? Nein, natürlich nicht. Wir müssen laufen. Ne, wir müssen eh ins andere Gebiet. Ach so, okay. Wart auf mich! Ich
mach mich unsichtbar. Schöne Waffe. Mhm. Yeah, ich will ein Auto aussuchen. Ich will ein Auto aussuchen. Ja, dann mach du ein Auto, ich fahre. So. Fahrzeug 1. Hm. Au ja. Was kann man machen? Warte. Warte. Lass mich ja gucken, was man so... Oh, hast du MG genommen oder was? Mhm. Okay. I. Das ist Kaugummifarbe. Hm, Kaugummi. Mach mir keine Angst, du explodierendes Etwas. Ne? Mongo! Du musst ja bei denen diese komischen Knochen sammeln. Sollen wir die auf dem Weg töten? Ja. Also auf jeden Fall wird mir das als... Ah, schon wieder diese Flugbiester. Mir wird das als Quest angezeigt, ja, wenn wir einen töten. Jagd die Bullymonks. Wow! Ich jag gerade erstmal die fliegenden Biester, die sind böse. Ja, ich kann eh nur auf den Boden angreifen. Kommt hier noch so ein Biest? Ich glaube nicht. Ich denke mal hier rechts kommen so, oder? Ist da? Ja. Da kommt schon wieder einer aus einem Wandanus. Aua. Stirb! What the fuck? Was ist denn hier? Stirbt! Oh, lass mich hier durch! Wir müssen denen ihre Haufen durchsuchen. Darfst du machen. Ah! Sein muss. Ich beschütze. Ah, Auto kommt geflogen. Wo sind denn die Haufen? Komm hier raus. Sieht aus wie. Ich sag, ich will es lieber nicht beschreiben. Geld, Geld, Geld. Ich schau mich mal hier unten um. Vielleicht sind hier welche. Ne, hier ist irgendwie nichts. Das sind alles keine Haufen. Ah doch, jetzt habe ich eins bekommen. Eins von fünf. Haha. Das habe ich bis hierhin gehört. Ja, wir müssen diese Teile durchsuchen. Okay. Vielleicht reicht das, wenn man drüber fährt. Ja, mal gucken. Wo sind denn die? Wenn ich einen Seeballer. Ah, Monster. Tot. Da war eins. Wo haben wir hier noch welche? Hier ist ein... Warte, hier ist Geld. Geld! Aua. Feinde! Au! Was zur... Wo kommt ihr her? Verschwindet! Wir haben keine Zeit für euch! Wir müssen Haufen durchsuchen, weil wir darauf stehen. Hier glaube ich keine mehr, aber hier ist Geld. Vielleicht müssen wir die zu Fuß durchsuchen. Ich guck mal kurz da oben, wo wir waren. Da war vielleicht noch was. Bis gleich. Mhm. So, wieder einer weniger. Also wenn ich die aufmache, diese Steinteile, dann kriege ich sofort so ein Ding. Okay. Aber wenn man drauf schießt, irgendwie nicht. Ja, dann mach die mal auf. Ich suche hier gerade noch welche, da ist einer. Da unten ist auch noch was. Das sind auf jeden Fall Knochen. Einen brauchen wir noch. Oh oh, oh oh. Ich weiß nicht. Skags, Skags, Skags. Zum Glück bin ich nicht da. Steig ein, Olli, und fahr! Alter, ich höre dich bis hierher. Oh scheiße, jetzt habe ich glaube ich auch welche. Ach nee, das sind noch Mongos. Ich hab eine Elementarwaffe. Jetzt stirb! Ah, kein Auto werfen, das ist böse. Hilfe!
Okay, fertig. Es scheint Bullimons Hilfe! Haufen, um ihren Unrat loszuwerden. Das schlägt eine primatenartige Intelligenz nahe. Steinscheiße. Ich nenne sie Primavista. Ich bespreche das mit meinem Verleger. Jagt du in der Zwischenzeit ein paar Primavista mit Granaten hoch, ja? Mit Granaten, okay. Name für dich funktioniert. Ich hab Granaten. Was haben wir jetzt hochjagen, diese Bullimons? Mit einer Granate. Friss das! Das ist ein Skeck. Oh, naja, friss es trotzdem. Wo kriegen wir denn jetzt so einen Bulli-Bulli her? Oh, halten die viel aus, ey. Lol, Skeck-Welpen sind ja mal niedlich. Warte, müssen wir da rein. Gibt's hier einen Bullimong? Ich denke. Keine Ahnung, hier ist auf jeden Fall eine Quest hingezeigt. Ja, okay. Und ich glaube, das ist eine andere Quest. Okay, dann gehen wir mal nach links. Irgendwo muss hier ja noch eins sein. Bulli-Bulli. Da hinten ist einer. Bulli-Bulli, Bulli-Bulli. Komm nicht hoch. Ah doch. So, okay. Mein Freund, nicht springen. Ja toll, ich habe keine Granaten mehr. Wie soll ich die dann hochjagen mit Granaten? So, warte. Erstmal ist I. Gucken, welche Granaten ich hier nehme. Mein Verleger hasst prima Biest. Au! Fotzi-Viecher, lol. Die fotzigsten Viecher sind, die ich hier gesehen habe. Und ich habe schon erlebt, wie mir ein Thrasher den Arm ausgerissen hat. Verdrängte Erinnerungen, ach ja. Egal. Schieß ein paar Projektile der Fotzi-Viecher aus der Luft. Dann sehen wir uns an, ob dieser Name funktioniert. Ah, wir müssen also Projektile kaputt machen. Also Steine schießen, die nach uns werfen, alles klar. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Aber davon nehme ich lieber die andere Waffe. Hab ein. Oh, geschafft. Fotzi-Viecher ist eine geschützte Marke. Drauf geschissen. Fuck, was gibt's denn da für eine Marke? Hör jetzt auf, dich abzuwerfen! Mann! Genau, wir nennen sie Ständerforts. Pick ein paar von ihnen um oder mach was du willst. Mir ist es egal. Boah. Ständerforts. Fuck, ey, was die für Namen haben. Oh Gott. Ausgewachsener Ständerfurz. Töte weiter. Hinter dir! Ah! What the fuck? Au! Mein Verleger sagt, ich kann sie. Darf ich fahren? Oh, vielleicht war Bullimon doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Stirb! Heißen die jetzt doch Bullimon oder was? Ja. Yep. Ne, die heißen Ständerfurzlinger. Die heißen immer noch Ständerfurz. Jetzt, wie viele kommen da noch? Okay. Ah, das war's, okay. Ja, wo sollen wir jetzt hin? Sollen wir jetzt hier reisen oder einfach dort den nächsten anders? Quest machen. Okay. Da haben wir das dann beim nächsten Mal alles. Du bist dagegen gefahren. Da haben wir das alles parat, wenn wir mal wieder in die Stadt fahren? Ja! Three Horns Valley. Und ein Sniper im Ladebildschirm. Und wir durften unser Auto behalten. Neues Gebiet, yay! Was war das? Aua. Anscheinend müssen wir hier hoch, warte. Ich will gucken. Was willst du gucken? Das leuchtet schön. Ob die da Waffen haben? Mal gucken. Gib mir Waffen! Hilfe! Die haben Waffen! Hat der gerade echt gesagt, blas mir ein, Mami? Fuck. Also diese Psychos, die sind echt Psycho. Ja, der geduckt ist, der hat wenig Leben. Verdammt, meine Waffe ist so nicht zielgenau. Moment, Revolver. Hab ihn. Ich versteck mich einfach mal hier heimlich hier hinten und beende den Part. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
Man sieht sich!